Über 97.000 polizeilich bearbeitete Straftaten im Land Bremen gab es in 2023. Das ist ein Anstieg zum Vorjahr um 20%. Diebstahl, Raub, Körperverletzung, in allen Bereichen steigen die Zahlen. Im Falle der schweren Körperverletzung sogar um 80%. Erklärungsversuche vom Innensenator. Eine Erklärung ist die wirtschaftliche Lage. Es gibt einen untrennbaren Zusammenhang zwischen dieser inflationären Entwicklung und der wirtschaftlichen Schwierigkeiten und der Zunahme der Eigentumsdelikte. Dann haben wir noch einen Nachholeffekt aus Corona, das heißt, die Mobilität der Bevölkerung steigt und damit geht auch ein Anstieg der Kriminalität einher. Auch die Migrationsdynamik spielt eine Rolle. In den Bereichen Raub und Diebstahl sind nicht-deutsche Tatverdächtige für mehr als die Hälfte aller Delikte verantwortlich. Wegen der vielen Fälle von Straßenkriminalität gründet die Polizei im September die SOKO Junge Räuber. Uns besuchen Flüchtlinge beispielsweise aus Marokko und Algerien und begehen hier einen Teil von den Straftaten im öffentlichen Raub, Straßenräube, haben dann eine Sonderkommission eingerichtet und sehr erfolgreich gegen dieses Phänomen angearbeitet, haben das wirklich jetzt über den Winter richtig runtergefahren. Ein Teil des Anstiegs in 2023 ist auf Fälle aus den Jahren zuvor zurückzuführen, die erst im vergangenen Jahr bearbeitet werden konnten. Auch steigt die Kriminalität in ganz Deutschland an. Die CDU in Bremen hält aber auch den Innensenator für mitverantwortlich. Wir brauchen mehr Polizistinnen und Polizisten auf den Straßen. Die müssen endlich besser ausgestattet werden und die Polizei muss besser digitalisiert werden. Dafür braucht es aber vor allen Dingen auch Haushaltsmittel. Wir sehen die Zunahme der Gewaltdelikte und das ist natürlich leider ein gesellschaftliches Problem. Das hat viele Ursachen und ja, mit polizeilichen Mitteln werden wir das Problem nicht lösen können. Um der Statistik auch noch Gutes abzugewinnen, die Aufklärungsquote der Polizei ist leicht gestiegen. Im Falle von Kinderpornografie liegt sie sogar bei 86%. Aber erschreckend ist der deutliche Anstieg der häuslichen und der Partnerschaftsgewalt. Und die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher liegen.